Schaut mal, liebe Geschwister, Ar-Ruqya, Allah Azzawajal, hat uns gesagt über den Koran, dass er Shifa ist, das heißt Heilung, das heißt körperliche Heilung und seelische Heilung. Und diese Heilung bedeutet, dass es für alle Dinge hilft. Aber natürlich, es gibt bestimmte Krankheiten, da muss man auch noch etwas dazu tun. Wenn man zum Beispiel eine giftige Substanz im Körper hat, dann muss sie raus aus dem Körper, ja? Die sollte nicht da drin bleiben. So, und Wallahu alam, aber sonst, die Ruqya ist natürlich in jeder Sache mitbegleitend, dass man auch dieses macht, sowohl bei körperlichen als auch bei seelischen Krankheiten. Wallahu ta'ala ala wa alam.